Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Zenless Zone Zero. Ja, diesmal wird es wirklich ein bisschen kurz, ehrlich. Vielleicht reden wir gleich noch mal mit Bell, aber ich habe wirklich hier dieses Mal was Kurzes nur geplant, was ich erstmal kurz hier dran hänge am Anfang des Parts. Berühmten letzte Worte, bevor der Part wieder 5 Stunden dauert, ne? Aber okay, ich habe offscreen ein paar Sachen gemacht hier und da, ne? Ich habe zum Beispiel gemerkt, man kann hier die Story-Mission noch mal spielen, aber auf einen höheren Schwierigkeitsgrad. Das habe ich alles mal gemacht. War jetzt, man musste jetzt zum Beispiel gegen diesen einen Boss noch mal kämpfen, ne? den Schlechter, ne? Der war relativ schwierig, ehrlich gesagt. Aber ja, das habe ich alles auch noch mal gemacht. Ich habe jedes Mal irgendwie, weil ich ein paar Belohnungen bekommen, so Geld und was weiß ich nicht alles, ne? Dann bin ich wollte nicht noch mal rein, ich wollte hier rein. Die Missionen habe ich alle gemacht, die uns noch gefehlt haben. Ne, da war jetzt nicht, weil nicht, hier waren einfach nur normale Kämpfe, die habe ich jetzt einfach gemacht. Ne, offscreen, ne, sind ja nicht so wichtig. Dann habe ich hier noch einige Missionen erledigt, die waren auch jetzt nicht so. Weiß nicht, ob die unbedingt aufgenommen werden mussten oder so, aber ich habe es jetzt einfach nicht aufgenommen. Ne, wir konzentrieren uns hier auf die Story. Ne, wir machen das genauso wie in Genshin und in Honkai Star Rail, wo ich die ganzen Weltmissionen und so was alles hier offscreen mache. Ne, weil sonst wird das alles viel zu lange dauern. Ne, weil jetzt so viel Inhalt. Ne. So, aber warum habe ich euch hier reingeschmissen, ne? Erst einmal, ich habe alle Charaktere, also ne, ich habe nicht alle Charaktere, aber die Charaktere, die ich benutze, habe ich alle schon so auf Level 30 gebracht, ne? Ich habe sogar, ich habe ehrlich gesagt gerade erst Anbi hier auf Level 30 gebracht und meine 3 Main Charaktere habe ich schon alle so hoch gelevelt wie möglich. Also die haben schon wieder alles so hoch wie möglich, ne? Und Level 5 ist gerade Maximum für den Talenten, ne? Deren Ausrüstung habe ich auch schon hoch gelevelt. Und ja, ich habe noch genug Sachen zum Grinden, Gott sei Dank, aber mit meinen Hauptcharakteren bin ich erstmal fertig, was gut ist, ne? Das heißt, Grind wird jetzt nicht so lange dauern, ne? Und ja. Es ist ganz offensichtlich, was ich hier vorhabe. Ne? Wir machen ein bisschen Signalsuche. Ne? Ich habe hier 19 Punkte. Ne? Und ich habe eine Idee, aber darauf tue ich euch gleich mal etwas erklären. Wir haben noch hier 24 Punkte. Ne? Lass mal die hier versuchen zu machen. Ne? Gut, ich weiß, das ist jetzt nicht so spektakulär wie die anderen Gachas, aber wir haben die Dinger, also warum nicht? Ne? Also rein da. Gehen wir mal den Butler. Den kriegen wir ja garantiert, glaube ich. Ne? Ja. Hier kriege ich natürlich jetzt schon S-Rank, ne? Ist klar. Hier Spiel. Ich verstehe es nicht. Gehen wir dieses Glück auch bei der anderen Gacha, wenn es geht. So ein ganz kleines bisschen. Ich weiß, ich hatte auch schon 5 Sterne Charakter bekommen, aber trotzdem. Bongbu. Ah. Bongbu S. Butler. Ausgezeichnet. Vielleicht durch den Ausrüsten, ich weiß nicht. Mir ist übrigens aufgefallen, was ich übrigens nicht schlecht finde. So, jetzt haben wir den Butler. Yay. Gut. Jetzt haben wir den. Ich nehme an, den werde ich ausrüsten, ne? Weil er stärker ist, ne? So. Und jetzt muss ich jemand anderen auswählen, ne? Weil ich halt anders halt haben will, ne? 100% ab, ja. Wen nehmen wir denn noch? Den haben wir schon viel früher bekommen als eigentlich gedacht. Also was der? Bin ja nicht als gewünscht. Erstrang wählen. Die eingesetzten Signale und Garantie werden weiterlaufen. Ja, also wird übernommen, ne? Also ich dachte, ich so, er sagt einfach nur so. Ja, natürlich nehme ich erstmal den neuen Sachen hier nehmen, ne? So, und ich habe noch genug wieder, also rein da. So, weiß noch nicht, was mir aufgefallen ist, man kann die Charaktere hochleveln, ohne dafür Geld zu verbrauchen, ne? Also man braucht einfach nur die Erfahrungspunkte, oder die für die Waffen braucht man auch nur die Erfahrungs Klamotten. Also man braucht wortwörtlich kein zusätzliches Geld, um die Charaktere hoch zu leveln, ne? Weil in Genshin und in Honkai Star Rail ist halt so, du baust die Materialien für die Charaktere, also so Erfahrungsbücher, und dann musst du noch ein bisschen Geld reinpacken. In dem Spiel ist halt nicht so was richtig Geiles. Das heißt, ich muss nicht noch mal Geld extra grinden in diesem Spiel.
muss einfach nur die Erfahrungsbücher und so was alles haben, was richtig gut ist. So. Gut. Und hier ist jetzt mein Plan, ne? Der wird garantiert funktionieren, weil ich so viel Glück habe bisher in der Gacha. Das ist die Standard-Gacha. Ich weiß, ich habe hier auch genug Punkte, aber ne. Mein Plan ist. So, die Standard, die sieht so komisch jetzt aus. So, mein Plan ist, wenn man einen Charakter ja auf Level 20 bringt, ne? Zum ersten Mal. Dann kriegt man ja als Belohnung hier eine so eine Kassette, ne? Ich habe 19 Kassetten. Das heißt, wenn ich einen neuen Charakter bekomme, was ganz sicher der Fall sein wird, natürlich, ne? Wenn ich ganz sicher noch einen neuen Charakter bekomme, dann kann ich hier noch auf Level 20 hochballern, weil ich habe, glaube ich, genug Erfahrungspunkte, wenn ich mich nicht irre. Ich habe zwar gerade ein bisschen was in Ambi reingepackt, aber ich glaube, ich habe genug Erfahrungspunkte noch übrig. Ich weiß gar nicht, wo man das findet. Ja, guck mal hier. Was hat das? Ja. Also wenn ich jetzt einen neuen Charakter bekomme und diesen Charakter auf Level 20 bringe, dann kann ich noch mal direkt die Gacha spielen, weil dann kriege ich ja wieder eine Kassette. Ich habe 19, ne? Ich mache voll den Big Brain Move gerade, ne? Also ja, wenn alles hier gut abläuft, dann ja, können wir noch zweimal die Gacha spielen, was mir ehrlich gesagt recht wäre, ne? Also gut, gehen wir hier rein und versuchen wir noch mal. Da sind immer neue Charaktere, sind immer andere Charaktere auf dem Bildschirm. So. Überraschung. So, da wird jetzt garantiert funktionieren, ne? Okay, noch besser. Ja. Okay. Gucken wir mal, was hier passiert. Könnte auch ein S-Rang Waffe sein, ne? Aber ich hoffe ja nicht. Er hat schon wieder eine Waffe bekommen. So, jetzt aber ein 5-Sterne-Charakter, komm. Dann drehe ich ja noch durch. So, muss mein Dingens. Alles klar. Okay, wenigstens nicht noch mal Arena. Okay. Sie ist die Charakterin, die mich ein bisschen an Himeko erinnert aus Honkai Impact Third. Okay, ich habe einen neuen Charakter. Ich werde mich nicht beschweren. Sie heißt Bellebock. Also sie heißt genauso wie die zweite Stadt aus Honkai Star Rail. Ausgezeichnet. Etwas Neues. Und sie ist ein Feuercharakter. Ich habe noch keinen Feuercharakter, ne? Komm her. Yeah. Okay, gut. So, ach nee, ich muss ja auf Level 20 hochbringen, ne? Oh, nicht auf Level 10. Oh. Ah. Habe ich genug Dinger? Oh, Gott sei Dank. Ah nee, ich musste doch schon auf Level 20. Habe ich Level 10. Okay, cool. Mit hier werde ich mich offscreen amüsieren. Kann ich das schon lernen? Nee, Level 15, ne? Aber mit den Waffen irgendwie her, die geben mir irgendwie zu viel Waffen. Ich will neue Charaktere haben. Ey. So, aber davon habe ich nicht genug. Nein. Aber ich habe kein Geld verballert, glaube ich. Ich habe jetzt nur Geld verballert, weil ich sie als ja hochgelevelt habe, ne? Alles klar, gut. Ich kann ja mal Training vielleicht mal machen. So, aber wir haben jetzt wieder ein Ding bekommen, weil wir sie hochgelevelt haben. Und boah, wir sind noch 200 Dinger entfernt, ey. Ich meine, wir sind ja, und jetzt werden die Dinger wahrscheinlich jetzt sehr viel weniger kommen, ne? So. Ach. So, ein 4-Sterne-Charakter bitte. Ich habe jetzt 8 Charaktere, ne? So, wieder nur ein. Bei einem Ding habe ich irgendwie viel mehr Glück, da kriege ich immer mehr. Los, noch ein. Und jetzt nicht schon wieder eine Waffe. Hier Spiel. Hier Spiel. Hier Spiel. Hier Spiel. Hier Spiel. Na schon irgendwas. Irgendein Charakter, bitte. Na schon wieder. Nein, okay. Ich habe nur Lila gesehen, aber. Anbi.
Ich meine, ich will sie benutzen, aber trotzdem, ich, boah, da sind so viele Charaktere noch. Warum kriege ich denn hier nur doppelte Charaktere, Mann? Boah. Ich meine, ich benutze sie, das ist jetzt nicht das Problem, aber boah. Man geht noch mit dem vierten von Amis Basis auf ihr Energiegenerationsrate um. Ja, okay. Ja, den Angriff, den ich jedes Mal vermasse. Boah. Hier sind so viele Charaktere, hier sind so viele 4-Sterne-Charaktere noch übrig, oder? 1, 2, ne, ne, ich weiß gar nicht, wie viele 4-Sterne-Charaktere haben wir noch. 1, 2, 3. Okay, wir haben nur 3, sehe ich gerade. Boah. Aber was soll man machen, ne? Gut. Ich hoffe, die nächste Event-Gacha-Charaktere, die ich noch nicht habe. Sonst will ich auch die Gacha hier spielen, aber es sind alles nur Charaktere, die ich entweder nicht haben will oder schon habe. Und ich habe schon genug doppelte Leute. Hey, ist das nicht der, den ich gerade bekommen habe da? Nee. Die Waffe da unten rechts. Nee, ne? Doch, ich glaube doch. Da wird den Eisschaden. Da wird auch gut für sie. Oh, Support, Eis, ja. Okay. So, aber da ich jetzt die eine Kollegin bekommen habe, mache ich dann doch erstmal noch nicht weiter, ne? Weil wir können uns aber mal anschauen, was sie so drauf hat vorher. Wenn ich wüsste, wo man das nochmal macht, das macht man hier in dem Ding, glaube ich, ne? So, upsala. Muss man hier reingehen, dann geht man auf den Charakter, den man freigeschaltet hat. Wenn ich sie finden würde. Hier. Okay. Ja, da ist der Bär. Den will ich noch nicht einsetzen. Nein. Hier, Stufe 1. Jetzt haben wir du drauf. Hast du ein Hammer oder zwei, ne? Sag mal. So, Spezialangriff, nachdem du Kollege den zweiten oder vierten Schlag des Basisangriffs sowie den verstärkten Basisangriff angewählt hast, um den Spezialangriff oder verstärkten Spezialangriff schnell anwenden. Direkt an, also genau wie Anbi eigentlich. So. Okay, nach dem zweiten. Sorry, so leid. Alles klar. Spürt nach dem zweiten und vierten Angriff. Ich muss ja. Ja, er hat ihn schon wieder aus wie 2 Angriffe. Ne? Ich drücke nur einmal Viereck, ne? Aber sie macht 2 Angriffe. Ah, okay. What? Nach Remnant ist verstärkten für Stahlangriff kennt lange vor kennt den Effekt Ofenfeuer. Wenn ihr Kollege den Feuer over kann sie nach dem zweiten Schlag jetzt bei sagen. Alles klar. Das ist ein Auswendung eines verstärkten Spezialangriffs meinem verstärkten Basisangriff. Okay, ich weiß nicht, warum er auftaucht. Er ist ein Defensivcharakter, ne? Also mehr oder weniger, nachdem ich den Spezialangriff einsetze. Das war, da erinnert mich irgendwie an Nero aus Devil May Cry, ne? Der kann ja auch sein Ding ja aufladen, sein Schwert, nachdem er angreift. So, also jedes Mal, wenn sie mit dem Hammer so auf den Boden haut, mit der normalen Angriff, kann ich das noch mal so zünden, sozusagen. Ne? Also entweder ich mach so, ne, oder ich mach so. So. Also jedes Mal, wenn sie sozusagen auf den Boden haut, kann ich nochmal 3 drücken, um den Angriff zu stärken. Alles klar. Ich weiß nicht, ob mir solche getimten Angriffe irgendwie gefallen. Die sind irgendwie so schwer mal. Da musst du ja mal irgendwie, während du irgendwie am Angreifen ein bisschen noch irgendwie mitzählen und so. Und ich weiß nicht, wie mir das gefällt. So, sag mal dein Ultimate.
Okay. Warum ist er in jedem Angriff dabei? Bei dem Bärenkollegen will ich noch nichts wissen. Zack. Ist das, weil er im Team ist mit ihr? Also ich nehme jetzt mal an, ne? Ich nehme nicht an, diese Angriffe werden auch eingesetzt. Wenn er nicht im... Warte mal, sie hat gerade gesagt, Anton, ne? Ich bin mir ziemlich sicher, sie hat Andon gesagt, aber... Ach, trotzdem. Ja, er geht das halt einfach. Ja, die haben schon ein paar Mal gekämpft auf Screen. So, zack. Ja, da bin ich auch eingewechselt. Spoiler. Ah, da lebt er immer noch. Natürlich wieder so ein Kampfspiel spielen irgendwie. Oder Angriffe richtig abtreiben muss und so. Ja. Okay. Ausgezeichnet. Gut. Und dann nehme ich mal an, reden wir noch mal einmal kurz mit Bell. Weil ich so das Gefühl habe, ich kann schon wieder nicht die Tageszeit ändern. Und das stört mich gerade ein bisschen, weil ich will die ganze Zeit hier so ausgehen, diese ganzen Quests machen. Aber ich kann die nicht machen, weil hier die Zeit schon wieder hier nicht weitergeht. Was habe ich hier bekommen? Höhle 0 habe ich übrigens auch immer und immer wieder gespielt, bis ich irgendwie, ja, weiß nicht, so 5000 Punkte erreicht habe. Ich weiß nicht genau, was das für Punkte sind. Aber ich habe das immer und immer wieder gespielt, bis ich das irgendwie ja maximiert hatte. So, wie ich vermutet habe, hast du die Beförderungsprüfung erfolgreich bestanden. Mit der Qualifikation des Internet-Zertifikats haben wir von nun an die Qual der Wahl an guten Jobs. Shepard sagte, er würde eine Feier für uns veranstalten, soweit wir unsere Beförderung hinter uns haben. Aber ich habe ihn seit ein paar Tagen nicht mehr zu Gesicht bekommen. Kümmere ich jetzt nicht um ihn. Ich möchte die Beförderung belohnen sehen. Ist es etwas Schönes? Ja, ich habe es noch nicht angeschaut. Mal sehen. Das ist wohl das W-Motor-Laufwerk, richtig? Das kann in Kombination mit dem W-Motor-Kern ausgerüstet werden und erhöht nicht nur die Widerstandsfähigkeit gegen Äther-Korrosion, sondern kann sogar im Kampf helfen. Das ist wirklich etwas Gutes. Das Internet hat eine gute Anreize für Proxy-Beförderung geschaffen. Weiß, willst du es jetzt ausprobieren? Habe ich eine Wahl. Ich glaube, das sind die Artefakte oder Relikte des Spiels, ne? Also ja, also der nervigste Teil von jedem MiHoYo-Spiel, ne? Ja. Ja, jetzt muss ich hier wieder Sets haben und so. So, ich meine, das ist eigentlich vollkommen egal, weil ich da bisher ausrüste. Habe ich so ein Gefühl. Das ist alles nur im Endgame wichtig. Nun, die Beförderungsallee. Sollten wir uns jetzt nicht erst einmal um die Videothek kümmern? Ja, erstmal ein paar neue Filme hinzufügen. Ah, ich brauche neue Filme. Ich muss irgendwie so Genres einteilen, die ich irgendwie noch nicht habe. Das habe ich mir auch gedacht. Unser Hauptlieferant. Hey, einen Moment. Ist ja gerade. Der war gerade am Leuchten, obwohl der Sound alles am an war. So, unser Hauptlieferant Travis schickt uns fast jede Woche diese Uhrzeit Informationen über neue Filme. Sobald er sich meldet, würde ich ihm sagen, dass wir neue Filme kaufen möchten. Warum weiß dein Handy klingelt? Vielleicht ist es eine Nachricht von Travis. In diesem Moment probiert das Handy plötzlich. Voll. Was? Guten Morgen, liebe Kundinnen und Kunden. Ich bin Travis. Aufgrund von unvoreingenommenen Umständen kann es in einigen Vierteln zur Verzögerung betreiben, den Wochenend geplanten Lieferungen kommen. Dafür entschuldige ich mich. Die betroffenen Stadtteile sind das Viertel der kleinen Raben, die 6th Street und der 10th Street. Und die Verzögerung und Schwierigkeiten auswirken auf dein Geschäft an, setz dich bitte umgehend über mir und nach der Lieferung fragen. Wer ist da? Oh, du hast uns die Nachricht geschickt. Wie kommt es, dass du uns kennst? Wer seid ihr? Ladennamen preisgeben. Sind die Besitzer von Random Play? Oh, ich erinnere mich. Der junge Geschwister. Jetzt fällt mir auch wieder ein. Lange nicht gesehen. Wie läuft das Geschäft? Wir haben zu wenig Filme. Wir haben unsere Videokassetten in letzter Zeit nicht mehr so regelmäßig aktualisiert, wie wir es eigentlich tun sollen. Nachher ist Bell. Oder? Kann man nur, dass du nicht an uns erinnerst. Na, kein Grund zu niedergeschlagen zu sein. Nicht pleite gehen. Ist die halbe Miete, wenn ich mal in New Rio Geschäfte macht. Das hört sich nach ein Kompliment an. Die Versorgung mit Kassettenbrille, so schicke ich euch später ein paar Visitenkarten.
kann man die sich auch anschauen. Ich meine, theoretisch ja, aber einige aus der alten Zivilisation. Was für eine Zeit später hatten wir? Ja, du kannst zu ihnen gehen und sagen, dass Travis euch geschickt hat. Wie klingt das? Ja, meinetwegen. Okay. Weiß, ich habe mir alle Visitenkarten und Filmdetails angeschaut, die Travis geschickt hat. Einige von ihnen sind sogar richtig gut. Danke. Obwohl es größere Umstände machen könnte, würden wir die neuen Filme schneller bekommen. Einverstanden. Es will euch in die mehrere Handlungsmuster gewechselt. Wenn dieser Teil kommt, keine Arten von Ange Nein. Dann warte ich immer. Okay. Wie gesagt, ich wollte ja nur die Gacha spielen, also. Gut. Ich habe jetzt neue Sachen zum Grinden mit einem neuen Charakter und so, deswegen lassen wir das. Gut. Ich finde es nur ein bisschen blöd, dass ich die Zeit nicht ändern kann jetzt hier, um die ganzen Sachen hier aufs Screen zu machen. Aber so, jetzt machen wir beim nächsten Mal. Ne? Ich habe noch genug zum Grinden. Ich will jetzt nicht jeden Tag hier dieses Spiel hier 5 Stunden aufnehmen, deswegen lasse ich das jetzt mal. Gut, aber ich sehe euch dann, wenn ich dann weitermache. Ne? Ich mache jetzt hier einen Schnitt und es geht dann weiter, wann immer es auch weitergeht. Ne? Ich weiß, das ist ein bisschen komisch, aber man muss daran denken, ich habe das Spiel jetzt irgendwie fast jeden Tag hier so eine Stunde aufgenommen. Und ich will meinen Hals nicht wieder schrotten, deswegen mache ich das halt so, ne? Aber ihr werdet direkt wieder da sein, wenn sich hier irgendwie was tut, ne? Also sehe ich euch dann, ne? Für euch macht das sowieso keinen Unterschied, ne? Ihr bekommt schon genug Zeugs hier, keine Sorge. Also bis gleich. So, da bin ich wieder 1-2 Tage später. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss mich irgendwie für meine Reaktion irgendwie entschuldigen, als ich Dings hier bekommen habe, als ich meine neue Charaktere hier bekommen habe. Koleda. Weil ich habe so für meine Reaktion darauf, die war ein bisschen lasch, weil halt ich war in diesem komischen Zwischenraum, wo ich irgendwie mich nicht gefreut habe, hier nicht Nekomata zu bekommen und wo ich mich gefreut habe, einen neuen 5-Sterne-Charakter zu bekommen, und da ist irgendwie diese Reaktion irgendwie so rausgekommen. Habe mich eigentlich schon gefreut, ne? Da habe ich nur ein bisschen frustriert, da ich schon wieder die gleichen 4-Sterne-Charaktere bekommen habe. Aber rückblickend betrachtet gibt es eigentlich gar nicht mehr so viele Charaktere, ne? Sie ist auch S-Rang. Ich dachte, sie wäre auch. Eigentlich sind ja nur noch 3 A-Rang-Charaktere übrig, ne? Sind eigentlich nur die 3 hier. Von daher ist es gar nicht so unvorstellbar, dass ich hier die nicht bekomme. Aber trotzdem. Ich habe ein bisschen Glück mit den Waffen gehabt, ne? Waffen kriege ich ja die ganze Zeit. Und diese Waffe ist, glaube ich, Sukakus persönliche Waffe, ne? Aber guck dich mal Design an. Irgendwie ist da irgendwie so eine komische Funktion, wo wenn du bestimmte Waffen ausrüstet, dann wird hier dieses Ding aktiviert. Und ich habe das jetzt abgestellt, aber da hat mir immer so eine, das hat mir immer so eine Anzeige gegeben, so oh, wenn du das abstellst, dann werden nicht die persönlichen Designs der Charaktere oder so aktiviert. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber das scheint irgendwie immer nur so der Fall zu sein, wenn man Charakteren deren persönliche Waffe gibt. Das ist anscheinend auch ihre persönliche Waffe. Ne? So, das ist ihre persönliche Waffe, ne? Und das scheint eigentlich immer nur so der Fall zu sein, wenn man denen irgendwie deren persönliche Waffe gibt. Ich weiß nicht genau, was das irgendwie mit sich auf sich hat, aber keine Ahnung. Aber ja, ich habe ehrlich gesagt ziemlich gute Klamotten für die Charaktere, die ich benutze. Und ja. Wir machen jetzt erstmal weiter, ne? Ich habe ja letztens mit Bell gesprochen, ne? Ich habe auf der Straße ein paar Sachen erledigt, habe ein paar Belohnungen für diesen Katzenhaini erledigt, habe meine Waffen ja hochgelevelt. Mir fehlt jetzt eigentlich immer nur noch Dennys, ne? Also Geld, also in-game Geld hier in diesem Spiel. Und gucken wir mal, ob wir hier ein bisschen was kriegen, ne? Ich habe ja letztens mit ihr schon gesprochen und sie hat gesagt, wenn ich jetzt hier reingehe, dann werde ich hier irgendwie in so eine Quest reingeballert, ne? Deswegen machen wir das mal. Oh, ich fahre heute aus. Morgen müssen wir viel aufbrechen. Am nächsten Morgen. Also ich werde jetzt hier irgendwie irgendwo wieder reingestopft hier für eine Weile, nehme ich an. Aber für 40 Minuten, wenn das 40 Minuten nur sind, dann kein Problem, ne? Lass dich zuerst den Laden aufbauen. Wir treffen uns später in der Auswahl. Lauf nicht zu lange umher, okay? Alles klar, bis später. Komme ich so in einen neuen Ort? Das wäre nämlich sehr gut. Ich will noch alle Ingame-Funktionen dieses Spiels hier freischalten. Ne? Wäre, glaube ich, das Beste. Wo muss ich da hin? Geht zur Ausfahrt an der 6th Street. Ich glaube, da waren wir noch nicht, ne? Warte mal, was wir auch noch machen können. Ich habe nämlich hier
Von diesen Hasen habe ich hier schon wieder genug. So, irgendwie haben sie jetzt wieder nochmal angefangen hier mit hier Belohnungen verteilen, ne? Also kriegst du jetzt ja noch mal 7 Tage lang. 37, 32 Tage wird sich das jetzt immer wieder erneuern für 32 Tage. Das ist dann eine Menge von diesen Dingern. Womit ich kein Problem habe, ich würde die gerne so ein bisschen anhäufen. Ich will nicht die eine Maid hier, die High Maid hier ziehen, sondern die nächsten Charaktere, was auch immer die nächsten Charaktere sein werden, in der Hoffnung, dass man da bessere A-Rang-Agenten bekommt. Aber das habe ich ja alles schon erklärt. Jetzt habe ich immer noch nicht oder Signalsuche machen. So, das hier wollten wir ja machen, ne? So, ich habe in diesen einen Laden hier, nämlich hier in diesem Laden, habe ich hier die Punkte ausgegeben. Weil man kriegt ja auch hier, wenn man hier für die Hasen hier die Dings macht, Punkte zurück, ne? Diese Dinger. Nein, hier glaube ich. Bei den ersten 5 Mal war das nur reduziert, danach kostet das wieder irgendwie mehr. Deswegen, da habe ich noch nichts ausgegeben. Und ich habe nur die reduzierten geholt für diesen Monat, nehme ich an. Da steht nämlich aktualisiert, 20 Tage. Ich kann mir auch da Dennis holen, aber Dennis kriegst du auf. Das ist genau wie ein Genshin und Honkai Star Rail. Geld kriegst du, jetzt bin ich schon wieder ausgegangen. Geld kriegst du eigentlich aus allen Quellen, deswegen ist halt immer das Unwichtigste zu grinden, ne? Deswegen habe ich mich da zurückgehalten. So, wir gehen mal hier rein, ne? Da kriegen wir noch mehr. Ne? Ich glaube, ich habe eigentlich alle schon. Egal. Ich glaube, ich habe schon alle 3 Sterne Waffen. Oder? Weil ich krieg, glaube ich, keine neuen mehr. So, hier kriege ich natürlich immer 2-mal, ist klar. So. Der Tütebo. So. Kann ich eigentlich auch überspringen, ne? Kann ich auch 4 Sterne Waffen bekommen? Ich glaube nicht, ne? Wäre mir ehrlich gesagt sogar ein ganz kleines bisschen lieber. Dich habe ich noch nicht, glaube ich. So, die anderen werden alles Waffen sein, von daher, boom. Okay, cool. A Million. Ja, das ist sogar eine Anspielung an Anbi, nehme ich an, ne? So. Ja, also diese Gacha werden wir gar nicht spielen, ne? Ich muss halt jetzt nur 2 Wochen warten, bis die Gacha zu Ende ist, ne? Um zu gucken, was die nächste zu bieten hat, ne? In der Hoffnung, nach der Logik, ne? Sie ist in der Gacha und er ist in der Gacha, ne? Die 3 waren umsonst und sie hat man für Dings bekommen. Daraus schließen wir, dass diese 3 Charaktere, also diese 3 Charaktere, hoffentlich in der nächsten Gacha dabei sein werden. Mit einer höheren Rate. Das wäre gut, weil das sind alles Charaktere, die ich noch nicht habe. So. Das ist mein Plan für die nächsten 2 Wochen, ne? Aber bis dahin machen wir erstmal hier weiter, ne? Weißt du, bist endlich da. So. Warum bist du hier schneller als ich? Ha, bin ich nicht toll? Ich kenne die Grundrisse des Sixth Street wie meine Westentasche. Also war es klar, dass ich schneller bin als du. Wenn du so weit bist, können wir uns auf den Weg machen? Alles klar, lass gehen. So. Okay. Jetzt in der Story weiter. Habe ich mehr Filmauswahl jetzt? Richtig geil. Boah. Hat er gerade Rin gesagt? So, wow, was war das für ein Leck? あれはお兄ちゃんに乗せられたの?次は私がビデオを選ぶ。すみません。フォロー調査協会ですが。間に合ってるよ。お兄ちゃん。いいよね?けど今月は僕が。じゃなくて、お客さんがドキュメンタリーを見たいって言ってたし、元のプランでいいんじゃないかな。聞こえたよ。そうやってお店のお金を自分の趣味に。さて、何のことやら。 Bin auch der Besitzer des Ladens, okay? Ich komme auch mal, ich will.
仕事の依頼人だ。さて、仕入れには変更なし。次回は、いや、先にこっちの仕事だ。お兄ちゃん、少しプランを変更しな。いつの間に？依頼人の方はお兄ちゃんに任せるよ。 Die hat mich belogen und betrogen. Sie nennt mich noch einmal Oni-chan, dann werde ich ihr sofort vergeben. Was willst du? Hallo, mein alter Freund. Steht heute ein Familienausflug bei dir an? Ich kümmere mich um etwas Geschäftliches. Wirklich? Entschuldige, ich bin wohl zu einem schlechten Zeitpunkt zu dir gekommen. Ich bin heute hier, weil ich einen Auftrag habe, der eure Aufmerksamkeit verdient. Lass uns sonst drin darüber reden. Okay. Der sieht irgendwie aus wie hier. Weiß nicht, den sein Outfit erinnert mich irgendwie an Kira aus Jojo. Er hat auch so einen orangen, so lila den Einzug gehabt, ne? Es geht um Folgendes. Laut internen Berichten des Assoziierten scheint es erhöhte Aktivitäten in Katan und Lemian Höhlen zu geben, wobei es auch Anzeichen für eine mögliche Bildung von Beihöhlen gibt. Wir sind den Informationen etwas näher auf den Grund gegangen und haben es geschafft, Kontakt mit den zuständigen Organisationen aufzunehmen. So sind wir von diesen Geheimnissen Auftrag gekommen. Kurz gesagt sind die eine Handvoll Militärmecher, deren Aufgabe es ist, die Höhlen in Schach zu halten, in ein Gebiet mit hoher Aktivität durchgekehrt. Äther-Aktivität. Ich weiß nicht, warum ich Probleme mit diesem Wort habe. Sodass die verantwortlichen Organisationen nach fähigen Proxys suchen, um die zu vernichten. Boah, Entschuldigung. Wenn wir uns damit befassen, tun wir der verantwortlichen Stelle einen Gefallen, der sich für die künftige Informationssammlung auszahlen könnte. Mit Phantoms Fähigkeiten sollte es doch bestimmt ein Kinderspiel sein, mit so einem kleinen Problem fertig zu werden, oder? Ist das ein anderer Modus, den wir hier freischalten? Na, was sagst du? Alles klar. Du hattest mich schon, als du gesagt hast, hallo. Willst du auf deinen Familienausflug konzentrieren? Verständlich, die Familie steht. Was? Aber vergiss nicht, mir eine Antwort zu geben, wenn du Zeit hast. Wieso hast du Nein gesagt? Es ist jetzt Mittagszeit. Kannst du es wagen, Nein zu sagen? Nein. Ich meine, ja. Bäh. Jo, seid ihr nicht zusammen aufgebrochen? Zusammen? Ich habe vorhin das Auto der Videothek auf der Sixth Street wegfahren sehen. Da habe ich angenommen, dass ihr beide aufgebrochen seid, um etwas zu erledigen. Sieht so aus, als hätte sich deine Schwester dieses Mal allein in das Lager gekümmert. Willst du dich mit uns mit ihr treffen? Sie war in Richtung der großen Brücke unterwegs. Gute Idee. Ja, sie hat doch wortwörtlich gerade gesagt, sie geht jetzt allein einkaufen. Oh, was ist denn da los? Die Popo. Bürger, bitte stehen bleiben. Der Bereich vor uns ist vorübergehend abgesperrt. Bitte halte dich fern. Was ist denn da los? In dem Viertel hat sich eine Beihöhlenkatastrophe ereignet. Die an der Six Feet angrenzenden Straßen befinden sich in einer potenziellen gefährlichen Zone, sodass gemäß der Bestimmung der Höhlenkatastrophenpläne vorübergehend Kontrollzonen angerichtet wurden. Zur Sicherheit aller Bürger bitten wir dich, diese Seite der Straße im Moment nicht zu nähern. Bell nimmt immer diesen Weg. Bürger, du siehst etwas blass aus. Befindet sich einer deiner Angehörigen in der Katastrophenzone? Du hast eine neue Privatnachricht. Der Absender ist die von Travis. Empfehlung, lies die Nachricht so schnell wie möglich. Ich war von der Videothek. Mein Bungalow hat gerade eine neue Warnung von der Höhle ausging. Anscheinend ganz in der Nähe der Sixth Street. Ich schlage vor, ihr solltet nicht an den Kassettenlieferanten in dieser Gegend suchen, sonst gerade den Gefahr. Bell ist schon alleine losgezogen. Was? Keine Sorge, ich konzentriere gleich die Lieferanten. Vielleicht ist sie schon dort. Sie ist tot. Warte auf meine Nachricht. Die Informationen wurden immer blockiert. Meine Nachrichten sind zurzeit nur für dich sichtbar. What? Sei dir darüber im Klaren, dass das Informationsnetzwerk von Kaufmann und Trainer und Besuch auf der Ferry? Ja, ne? Wir sind auf eigene Faust auf der Suche nach deiner Schwester machen. Ha. Machst du denn? Schlaf vor, die Suche jetzt. Schon, ich werde die Suchergebnisse mit dem HD-System synchronisieren. Die letzte Nachricht, alles klar. Ach Mann. Macht nie. Geh nach Hause und versuche Bells Aufenthaltsort herauszufinden. Mache ich doch gern. Deswegen wollte ich jetzt hier
Deswegen wurde ich hier gewarnt, ne? So, oh, das wird jetzt hier wieder ewig dauern. Ja, das wird mir jetzt angezeigt hier wegen dem Bang Boost, dass ich upgraden kann, ne? Glaube ich. So. Sie ist auf der Fraktion Assistentin 2 Battle, die in einer Höhe verschwunden ist. So, mit aller Kraft nach dem Standort von Bell. Verstanden, Vorbereitung für die Infiltration abgeschlossen. Wir können jetzt ja jederzeit loslegen. Okay. Meine Güte. Für die Suche und Rettungsstation mit. Alles klar. Ah, oh Mann. So, Level 22, absolut kein Problem. Kann ich eigentlich schon mit anderen Charakteren reingehen, ne? Also, jetzt warte mal, ich kann ja mal hier meinen Butler. Habe ich den? Ne, der ist noch nicht hochgelevelt, verdammt. Kostet ja alles Dennis. Außer hat hochleveln. Und das. So, warum ist er auf einmal am Lenken? Ja, meine einige feuerrote Charakterin. Muss ich ein andermal, wenn sie hochgelevelt ist, benutzen. Ups. So, mit meinen Level 30 Charakteren wird das schon kein Problem sein. So, ja, ja, ich weiß. Oh, Leute, wir haben doch schon mal so Bände gesehen. So, angeblich soll dieser Spielmodus nicht so gut ankommen mit diesen Labyrinthen hier. Das sollen angeblich heißen die Labyrinthen, ne? Aber angeblich soll das nicht so beliebt sein bei einigen Spielern. Was ich war, aber nicht. Ich finde das nicht so schlimm. Ist nicht so lang und so kompliziert oder irgendwie sowas. So, genau, ich habe sie mal an der ersten Stelle gepackt. Wenn ich mal eine andere Animation sehen, außer von Dings hier. Von Nicole die ganze Zeit. So, Sukako ist jetzt sehr viel stärker. Was jetzt ihr persönliches Dings hat. Ja, und die Gegner sind Level 22, also. Deswegen werden die jetzt relativ easy. Aber ist ja kein Problem, ne? So, noch gehen wir ja mit etwas nicht so starken Charakteren rein, ne? Irgendwann. Ich habe jetzt ja nur weitergemacht. Weil warum nicht, ne? So. Bist du jetzt? Zack. Ich habe übrigens auch gemerkt, man kann Nicoles Angriff gedrückt halten, um mehr Schaden zu machen. Sie tut ja immer dieses schwarze Loch auf die Gegner schießen, ne? Den Angriff kann man gedrückt halten, habe ich gemerkt. Um ein bisschen mehr Schaden zu machen. Mach mal einfach den hier. Dösch. Oh, ist schon fast alle tot. Keine Sorge, Bürgerin. Wo bist du denn? Zack. Das ist der rote Ranger. Nein. Ja. So, wenn jetzt hier noch was kommt, ich habe meine Ultimate. Seid ihr Höhlenräuber? Ja, aber ich brauche keine Hilfe von den Kriminellen. Aua! Ich bin hier, um zu helfen. Ah, wenn ich doch nur nicht verletzt wäre. Mir ist es eh Wurst, was mit mir passiert. Aber wenn ihr die unschuldigen Bürger dort drüben schützen könnt, kann ich so tun, als ob wir uns niemals über den Weg gelaufen wären. Was hier? Modisch gekleidete Frau. Gott sei Dank, ich hatte schon befürchtet, ich sitze hier fest, bis ich ein Monster geworden bin. Verlasse die Zone, die von uns angegebene Richtung, und zwar schnell. Oh, ich verstehe. Es gibt noch so viele wunderschöne Kleider, die ich noch nicht angetragen habe. Ich muss fliehen. Okay, Andi, wir sind ja noch hier im Labyrinth, ne? Okay. Scannen. Gescannt. Na, dann muss ich ja von hier, ne? Alles klar. Ich finde jetzt diesen Spiel muss nicht so
nicht so schlimm, ne? Das ist jetzt nicht das allerspannendste Gameplay aller Zeiten, aber naja. Es gibt Schlimmeres. Es gibt sehr viel Schlimmeres. Ja. Und zurück. So, was zum macht ihr denn da? Hallo? Ja, ne, verzeugt auf mich. Dann sehe ich euch kaputt, ja. Na. Ja, wenn die Charaktere alle Level 30 sind, ist das ein bisschen einfacher, ne? So, naja. Die Gegner nehmen auch Schaden, irgendwie, wenn ich in der Nähe bin, wenn ich den Angriff auflade. Habe ich alles aufspielen gelernt, ja. Aber ich liebe es, anderen die Nüsse wegzusägen. Da sieht wahrscheinlich so aus, als würde ich irgendwie so von unten hier den Au! Hier einfach wegsägen. Zack. Ja. So, sie wollen nämlich mehr Eisschaden mit ihrer Waffe. Deswegen gehe ich jetzt hier rein. Ich aktiviere ihren Eisschlägermodus, wodurch sie Eisschaden macht. Und der wird einfach voll Kanne erhöht. Aber blöd ist immer nur, ich tue mal einen Angriff mehr einsetzen mit ihr. Zack. Bevor ich diesen Wirbel einsetze, um ihren Unboss zu aktivieren. Nein. Zack, zack. So, da ist jemand. Sind wir mal? Nee, ne? Bürger, wie geht's? Mann mit sanftmütigen Aussehen. Ich versuche mal an die Überlebenstipps aus den Höhlen Selbsthilfe Buch zu erinnern. Lass den Quatsch. Sieh mal, da kommt jemand, um uns zu retten. Bleib bei mir, ich werde euch hier rausholen. Was, ernsthaft? Ich komme endlich an die Tipps hin und dann sind sie zu nichts gebrauchen? Keine Sorge, Bürger, ich bin hier. Halte dich an meinen Schlägel fest. In Höhle 0 habe ich übrigens auch mal die zweite Level gemacht. Da kam jetzt irgendwie, ich hatte irgendwie Angst, dass da irgendwie eine Cutscene oder irgendwie sowas kommt, aber ist nichts passiert. Deswegen, gib mir das. Ich muss irgendwie mit dieser einen Wissenschaftlerin noch mal reden. Ich habe irgendwie aber noch nicht mit der geredet. Aus Angst, dass da irgendwie eine Cutscene oder so kommt. Wenn wir genug Zeit haben, machen wir das am Ende hier. Aber im Moment habe ich da noch nicht weitergemacht. Ich habe nur die zweite Level gemacht, weil eigentlich die war irgendwie fast genauso wie die erste Level, nur halt ein bisschen schwieriger. Aber da ist jetzt nicht irgendwie so ein Cutscene oder so passiert. Das ist halt die Sache. Ich weiß nicht, was ich hier offscreen machen kann, um eine Cutscene auszulösen und so, weil ich werde, halt natürlich alles zeigen, ne, und hier alles mit aufnehmen und so, ne. Aber ja, bei den ganz normalen Quests war halt bis jetzt hier. Ich habe ja eine Nebenquest gemacht hier, einige. Ich nenne sie mal Weltquests, ne? So wie in Genshin Impact. Und da ist eigentlich nichts passiert. Das ist eigentlich nur so, oh, geh hier rein, mach diesen Kampf. Geh da rein, mach dieses Labyrinth und fertig, ne? Gefunden! Moment, was machst du da? Hm, ich habe gerade einige medizinische Notversorgungsmittel von meinen Truppenmitgliedern erhalten. Also kann ich mich schon wieder bewegen. Wie ich bereits gesagt habe, dulde ich euch Kriminelle keinesweise. Such- und Rettungsaktionen in Höhlen stehen in der Verantwortung der Sicherheitsbehörde. Ich will auch an der Such- und Rettungsaktion teilnehmen. Danke dir. Verstehe mich nicht falsch. Ich leiste nur meine Pflicht, aber ich dulde euch Höhlenräuber nicht. So, nein. Keine Sorge, ich rette dich. Ich hatte meinen Koffer gegen das Gesicht, ja. Mein Gott. Und weg mit den Nüssen. Na, oh Mann. Hey, was geht? Na?
Muss ich wieder einen Angriff zu viel machen? Nein, ist man nicht. Ich brauche gar nicht hier blocken und irgendwie so. Das aber trotzdem gemacht, ja. Das nicht erwartet, ne? Ah. Nein, den nicht. Nicht hauen, den Kollegen. Ich hau dich. Ich hau dir mein Paddel ins Gesicht, ja. Und dann steck ich meinen Paddel im Boden. Und dann weg mit den Nüssen. Seid ihr wirklich der Rettungstruppe? Die Rettungstruppe? Wir werden euch hier rausbringen. Bleibt in unserer Nähe. We are all together, you won't be alone. Was er mal gesagt hat. Also die tun man die ganze Zeit hier treffen lernen, statt sie. Let's get dirty. Oh Mann. Ah. Dann habe ich doch das Ding gesehen. Ach, die sind das. Alles klar. Da muss ich aufpassen, dass die nicht überfahren werden. Oh Mann, oh Mann. Ah. Und eigentlich hier, ne? Geht da nicht hin, Leute. Mach nur ich bin Profi. Wenn da irgendwas passiert, wenn ich die hier nicht gestorben werden. So, warte mal, was? Brauchst du da 3000? Ja, wo sind denn noch welche? Oh mein Gott, ich muss das Schwerzeug. Ich habe gerade verpasst. Ah. Meins. Oh mein Gott. Gott. Alles klar. Ich sagen, ich hatte alles eingesammelt gerade. So, fortfahren. So. Und dann noch ein Kampf. Ich dachte, er wäre sicher. Okay, muss schon sagen. Ich dachte, er soll der Ausgang sein. So. Oh, Danny ausgezeichnet. Ich brauche so viel Geld für alles hier. Gott, Geld ist gerade das Wichtigste. Alles andere kann ich farmen, nur Geld brauche ich die ganze Zeit und ich will nicht Geld farmen. In Verbindung mit Suche auf Zeugen der HIA gibt es keine aktiven Lebenszeichen in diesem Gebiet der Höhle. Das Rettungsziel wird nicht gefunden. Vermutung, das Rettungsziel fällt in ein tiefes Gebiet der Höhle. Die Berechnungen zeigen, dass die Tiefen der aktuellen Gebiets der Höhle mit mehreren verschiedenen verlorenen Pfaden verbunden sein können. Mit der Woche die Durchführung vollständiger Suchmessungen kann länger dauern als erwartet. Ich werde die Überlebenden befragen. Einfach schon. Augenzeugen berichtet von Personen, die Katastrophe miterlebt haben, wären für eine schnelle Lokalisierung hilfreich. Ich konnte die Anwesenheit einer Sicherheitsoffiziers an der Ausfahrt bestätigen. Vorschlag: Wir können einen Sicherheitsoffizier über den Standort des Überlebens konsultieren. Ich habe gerade wortwörtlich was anderes vorgeschlagen. So, so, hier ist er doch. Da ist er doch. Warum fragst du mich denn dann, ob wir den oder den fragen sollen, wenn du sowieso. Boah, was hat der Pokémon? Willst du dich Team Rocket anschließen? Ja. Alles klar. Ich mache dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Ich habe doch gerade gesagt, ich will mich anschließen. So, du. Warte mal, wenn es nur darum geht, die Überlebenden hier einzusammeln, kann ich dir helfen. Das ist der Sicherheitsoffizier, der uns auf der Suche nach Rettung der Höhle geholfen hat. Vielen Dank, bitte hilf uns. Ich mache nur meine Arbeit. Die Sorgen eines jeden gesetzestreuen Bürger sollten berücksichtigt werden. Es tut mir schrecklich leid. Wir haben nicht alle eingeschossenen Leute rechtzeitig gefunden. Ich werde gleich die geretteten
Überlebenden versammeln. Warte bitte einen Moment. Die Überlebenden treffen einen nach den anderen ein. Doch, die Überlebenden reden. Leider, ich habe doch wortwörtlich gesagt. Okay, erst mit ihr anscheinend. Okay, du suchst nach deiner Schwester Belle. Ah, ich habe ihren Konto in den sozialen Medien gefunden. Sie ist dir aus dem Gesicht geschnitten. Irgendwie dich. Hast du sie in der Höhle gesehen? Sie selbst habe ich nicht gesehen. Ich sollte solche eine Privatnachricht schicken und fragen, wo sie ist. Ich bezweifle, dass jetzt die PN empfangen kann. Dass sie jetzt die PN empfangen kann. Ey, ja, Leute. Suchst du deine Schwester? Tut mir leid, ich habe sie nicht gesehen. Ist das alles? Kannst du bitte etwas genauer erinnern? Entschuldigung, das war nicht unhöflich gemeint. Ich merke mir einfach das Aussehen einer süßen Mädchen, die ich treffe. Ein so süßes Mädchen wie deine Schwester würde ich auf keinen Fall vergessen, wenn ich sie gesehen hatte. So. Kannst du das eigentlich wagen? Ich habe es vergessen. Was? Lass sie? Was soll ich denn nur mit leeren DNS-Speicherplatz machen? Soll ich dich dort einspeichern, mein Bruder? Ich bin nicht dein Bruder. Entschuldigung, er hat es nicht böse gemeint. Er ist vermutlich vor lauter Schock nicht ganz bei der Sache. Oh, übrigens lief gerade erst ein Mädchen in die Spielhalle. Vielleicht kannst du sie dort nach nützlichen Infos fragen. Boah. Finger weg von meiner Schwester. So, wer bist du und warum? Aus dem Weg! So. Warum hat die Spielhalle geschlossen? Ich bin gerade so einer Höhlenkatastrophe entkommen. Da brauche ich jetzt wirklich eine kleine Ablenkung, um runterzukommen. Hast du dieses Mädchen in der Höhle gesehen? Dieses Mädchen? Warte mal. Kurzes silbernes Haar, türkisfarbene Augen, sie hat blaue Haare. Einen ziemlich zerbrechlichen Eindruck. Oh, bist du etwa weiß? Du kennst mich? Toll, ich hatte schon befürchtet, dass ich mein Versprechen an Belle nicht halten könnte. Ich habe sie gesehen. Belle hat uns in der Höhle einen sicheren Unterschlupf gezeigt. Ohne sie hätten wir es nicht geschafft, bis die Rettungstruppe gekommen ist. Wo ist meine Schwester jetzt? Sie ist jemandem gefolgt, der in Panik tiefer in die Höhle gerannt ist. Bevor sie los ist, hat sie jedoch auch gesagt, dass sie ganz sicher jemanden retten würde. Sie sagt auch, dass ihr Bruder, ein zierlicher Mann mit türkisfarbenen Augen, nach ihr suchen würde, sobald wir die Sixth Street erreicht hätten. Weiß ich, soll dir von ihr ausrichten, dass sie entlang der Gleise tiefer in die Höhle gelaufen und dann und dass du wüsstest, was zu tun sei. Oh Mann. Boah, was machst du denn da? Machen wir da auch noch. Ich habe vergessen, 40 Minuten wollte ich aufnehmen, ne? Ah, für meine Schwester. Pack ich doch noch ein paar Minuten rein. Ja, Fairy, ich habe keine Zeit. Ja, sie ist tiefer reingegangen, ich weiß. Muss ich mir nicht erklären. So, Spezialrettung im Notfall. Da kann man jetzt die schwierigen Versionen spielen, ne? Oder auch nicht? Doch, hier. Da geht man auch nochmal Danny, sehr gut. Dann wird meine Geldquelle sein, die ich brauche in diesem Spiel. Ja, vielleicht mein Butler mal hochleveln, aber ich will erstmal alles andere hochleveln. One day, then another day. That's how it works. Man, there's just so many days. Okay. Ja, gesagt mir eigentlich irgendwie immer nur Sachen, die schon müssen. Alles klar. Wow. Also, er sagt definitiv Rin. Ja toll, wie hätte ich denn da ausweichen sollen vorhin? Ja, oder auf der rechten Seite sieht man den. Nein, das ist mein Zeugs. Was du da kaputt machst. Der macht mein Zeugs kaputt. Na. Ja. Ich wollte schon sagen, sie hat als Einzug. Ah. Schöne Geld, warte mal. Ich wollte schon sagen.
Das ist so ein Ding gewesen. Okay. Also lustig. Ich weiß nicht, was Leute dagegen haben. Hier komme ich nicht raus. Au. Solange ich nur AP verlässt, hat er eigentlich voll chillig, ne? Aber müsste ich kaputt machen. Ja. Ja. Okay. Ah. Aber kann ich euch kaputt machen, bitte? Aber wer eins von diesen Dingern ist hier irgendwo versteckt? Na, muss ich euch so erledigen? Ah, kein Ding. So, das ist eigentlich nur für Heilung hier, ne? Okay, brauche ich doch nicht, ne? Seid ihr irgendwo hier? Kann ich euch fertig machen? Mein Gott, ist das lang. Oh mein Gott, wie weit? Was? Oh. Ach, guck mal hier. Oh. Guck mal, oh, was ich hier finde. Lohnt sich immer überall nachzugucken. Da ist aber bestimmt auf der Seite auch noch irgendwas, ne? Ah, nehmen wir es bei das hier. Nehmen wir die Dinger. Auf der linken Seite sehe ich noch was. Ja, was ich hier für Geheimnisse finde. Ja, mache ich das auch was, habe ich gesehen. Ich alles für Zeugs da finde, ja. So. Jetzt bist du dran. So lustig. Oder nicht? Einfach man nur ein, zweimal machen muss, ne? Einmal auf normal, einmal auf schwierig, ne? So doch voll chillig. So, was zum Leute? Bei so Gegnermassen spiele ich bei sie, weil sie irgendwie alles in der Nähe irgendwie angreift. Und wir haben Leute das irgendwie haben die Leute irgendwie das Gameplay irgendwie mit Devil May Cry irgendwie hier verglichen. Ich glaube, die Leute haben noch nie Devil May Cry gespielt, wenn die das sagen, weil es nichts wie Devil May Cry hier, ich mal annähernd. Irgendwie einige Leute sagen so, oh, das ist ja Genshin Impact oder Honkai Star Rail, ne? Nur halt Devil May Cry Gameplay, was weiß nicht. Ich glaube, Leute haben noch nie Devil May Cry gespielt. Außer der fünfte Teil ist irgendwie jetzt mittlerweile so. Ich habe ja nicht gesagt den fünften Teil, ich habe ihn nur noch nie gespielt. Der ist noch verpackt bei mir hier. Ich habe ihn irgendwann mal geholt, aber ich habe ihn irgendwie nie gespielt. Und mit dem fünften Teil meine ich nicht den, wo Dante hier schwarze Haare hat, ne? Wo der irgendwie am Rauchen ist und irgendwie ja voller unsympathische Teenager ist, ne? Ich meine den wortwörtlich fünften Teil von Devil May Cry. Oh, Nero und hier, ah. Und der andere Charakter aussieht, der so aus wie dieser dunkle Magier hier. Ich meine jetzt nicht dunkler Magier aus Yu-Gi-Oh! Ich meine ja. Wie heißt der nochmal? Chris Angel, dieser eine Magier, der so irgendwie so ein bisschen düster ist. Keine Ahnung, irgendwann einer Charakter sieht so aus, jedenfalls. Klatsch. Ja. So, da bist du ja. Hey.
So. Oh man, was hat sie denn da am Kopf? Weiß, endlich bist du da. Danke, danke für die Rettung. Ich hätte uns beinahe umgebracht. Na komm, nichts wie nach Hause. Hast du da am Gesicht gehabt? Ich dachte, das wäre irgendwie so ein VR-Headset oder so. So, yay! Mit Weißes Hilfe schaffen es die Geschwister letztendlich aus der Höhle zu entkommen und begeben sich zur Sixth Street. Kam mir vor wie so ein Filler-Arc irgendwie gerade. Ich habe diese eine Quest gemacht für diesen alten Mann übrigens. Der hat mir irgendwie, glaube ich, einen neuen Film gegeben. Also einen neuen habe ich. Ich frage mich, wie die Cutscenes aus der anderen Sicht wären, mit ihr als Hauptcharakter. Früh am nächsten Morgen. Guten Morgen, Weiß. Belle, wie fühlst du dich? Mach dir keine Sorgen, mir geht's blendend. Ich weiß, dass es besser ist, keinen direkten Kontakt mit der Höhle zu haben, aber du hast mich seit gestern unzählige Male danach gefragt. Übrigens, ich wollte heute eigentlich mit dir einkaufen gehen, aber gerade hat Shepard mich kontaktiert und gesagt, er möchte uns einen guten Auftrag vermitteln. Er sagt sogar, die Qualifikation eures Kontos erfüllt genau die Anforderungen des Kunden. Lass diese Chance nicht entgehen, es wird kein zweites Mal kommen. Wirklich? Wer weiß, aber er sagte, er sei gerade im Café in der Nähe. Weißt du, sollst dich besser mit ihm treffen. Ich werde mich um den Einkauf der Videokassetten kümmern. Schließlich kann ich dieses Mal alles nach meinem eigenen Geschmack entscheiden, oder? Dann geht Belle weg. Familie. Okay. Family. So, was habe ich erledigt? Erfolge, ja. Weiter den normalen Tag der Videothek ab. Ja, er kam mir irgendwie vor wie so Filler gerade. Und so, haben wir hier. Martin sagt, dass der Umsatz in letzter Zeit massiv gestiegen sei. Chef, warum schaust du denn so besorgt, wenn ich nach meinem Lohn frage? Ich schau doch gar nicht so. Chef, mit deinen Schauspielkünsten schaffst du es bestimmt nicht zum Schauspieler. Ich habe zwar nichts gegen das Geld, aber wenn sich meine Aushilfe hier zur Teilzeitarbeit aufwachsen sollte, wäre das schon ein bisschen lästig. Also werde ich wohl weiterhin kostenlos bei der Werbung helfen. Ach ja, das sind übrigens die neuen Videos. Ah, cool. Ah, dann kann ich auch mehr Geld verdienen, glaube ich, ne? Ich weiß nicht, ob das irgendwie was damit zu tun hat. So, Thriller. Schnell. Oh, jetzt habe ich mehr Filmauswahl. Aber manchmal werden irgendwie Sachen erwartet, die ich gar nicht habe. So, Thriller. Ich habe nur einen Thriller. Welchen möchtest du denn haben? Das ist sicher eine Menge schreckliche Thriller, oder? Schnell, welchen Film empfehlst du? Wir werden die Mitternacht in meinen entscheidenden Kampf antreten. Wir werden sehen, wer in diesen Klasse okay, ein Kampf-Thriller. Attack on Cybex. The Big Hollow. Warum guckst du denn einen Thriller an, um dich in den Kampf vorbereiten? Ja. Ist das eine Anspielung an Left 4 Dead? Da, wenn man das richtige empfiehlt, dann kriegt man auch Geld, ne? Es ist Dienstagvormittag. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Also, ich habe mit dem Hasen geredet. Das Video ist gut. Ich bekomme schon Angst, wenn ich mir nur das Cover anschaue. Ich muss es mir gleich anschauen, wenn ich nach Hause komme, um mental vorbereitet zu sein. Dann habe ich um 12 Uhr Mitternacht, wenn der Wettbewerb beginnt, den Sieg schon in der Tasche. Das wirst du der Schummelei bezichtigt. Schummelei? Gar nicht. Vielleicht hat mein Sitznachbar den Film schon angeschaut. Oh, Geld, geil. Noch mehr Erfolge, Rohr. 15 Videokassetten. Oh. Das wird nur noch mehr Geld hier reinströmen. So, kann ich an dir vorbeilaufen, ohne dass du irgendwie mich triggerst? So, jetzt auch schon wieder was Neues.
Hey. Was ist los? Oh, steht meine Flosse im Weg? Oh, machst du dir Gedanken? Das ist ein Spieler, das punktzahl ich einfach nicht übertreffen kann. Der Nickname kommt mir sehr bekannt vor. Ich kann mich absolut nicht erinnern, wo ich ihn schon mal gesehen habe. Seltsam. Vielleicht hat ein unbekannter Blogger, aber in meinen Abonnementarliste ist er nicht. Danilo, hast du davon gehört? Wer könnte das sein? Das beschäftigt mich, aber ich will nicht darüber nachdenken. Vergiss es. Das Telefon der Heitieren-Mädchen leuchtet plötzlich auf. Als sie nachsieht, erhascht sie einen Blick auf ihr Schülernamenschild. Darauf steht Ellen. Sie tippt mit ihren rot lackierten Fingernägeln trappelnd auf dem Bildschirm herum. Nachdem sie die Nachricht beantwortet hat, verschwindet das Haifischflossen-Mädchen namens Ellen. Nein. Oh, ich hoffe, die Charaktere laufen einfach so rum. Ist hier. Er ist wieder. Trifft Shepard. Ist er Shepard? Weiß ich nicht. Ne, hier ist Shepard, ne? So. Okay, ich muss dich ansprechen, alles klar. Dann würde ich sagen, ich mache hier wieder Feierabend. Ich will aber noch einmal, hier sind ein paar neue Sachen anscheinend aufgetaucht. So, ich möchte mal kurz so hier hingehen, weil hier muss ich auch mit der einen Kollegin reden, wegen der Quest. Und ich weiß nicht, ob irgendwie was kommt und ne, warte mal, hier bin ich falsch. Wo ist es? Hier ist es. Wegen Hülle 0. Und ich weiß nicht, ob irgendwas passiert, wenn ich mit dir rede, ne? Weil ich habe irgendwie hier die zweite Eignungsprüfung habe ich gemacht, ne? Das haben wir ja zusammen gemacht und das habe ich offscreen gemacht und das war jetzt, da ist jetzt eigentlich nichts passiert, ne? Bin ja nur reingegangen, habe hier diese ich weiß nicht, wo man das sieht, hier irgendwo sieht man das, hier habe ich so ein paar Punkte zusammen gefarmt und ja, das habe ich alles mal irgendwann einen Tag lang gemacht. Und ja, nachdem ich die zweite Eignungsprüfung gemacht habe, ist hier irgendwie was los. Und ja, sprich mal mit mir. Dank euch unabhängigen Ermittlern hat es in letzter Zeit deutliche Fortschritte bei der Erkundung von Höhlen und der Probenentnahme gegeben, was auch den Fortschritt meiner Forschung sehr erfreulich macht. Gelehrsamkeit ist der Geist des Zahlens. Das ist mein Motto. Um den Ermittlern bei ihrer Arbeit zu helfen, werde ich Forschungsdokumente und operative Informationen sorgfältig aufbereiten. Natürlich nur die nicht vertraulich sind. Ihr könnt jederzeit zu mir kommen, um die nötigen Informationen einzusehen. Dinge wie verlorene Gegenstände, die während einer Mission gefunden wurden, Liebesbriefe von deinen Fans, die heimlich in die Akten gesteckt wurden, oder kleine Aufzeichnungen, die aus der Situation vergibt, um Talente zu gewinnen, werden ebenfalls bei mir aufbewahrt. Die letzten beiden Missionen, die du durchgeführt hast, haben eine Menge Aufzeichnungen in unserem Archiv hinterlassen. Vielleicht solltest du jetzt einen Blick darauf werfen. Es könnte dir bei deinen zukünftigen Arbeiten helfen. Okay. Wow, what? Oh, schon so viele Resonia gesammelt. Okay, habe ich ja schon indirekt voll viel gesammelt. Alle einsammeln. So, 70.000 Danny. Oh, ich brauche das alles hier. Oh, jetzt kann ich wieder so viel grinden. Was ist das hier? Ach, das sind die ganzen Blessings hier. Ne? Das sind die ganzen Upgrades, die ich finden kann. Genau, also alles, was man hier. Genau, das ist dieser eine 777 Raum, ne? Bambus kann man irgendwie auch da finden in diesem Modus, die sich dann einem Kampf anschließen, also nur da in dem Ding. Ein freundlicher Hinweis von den Außenposten, für unabhängige Ermittler werden extra eine besondere Logistikversorgung eingerichtet. Verantwortliche, ne? Das komische, genau der ständig einen Lautsprecher dabei hat und dieses komische Stirnband trägt. Ja, alles klar. Okay. Auftrag abgeschlossen. Verehrte unabhängige Ermittler der Höhle 0, Gruß von der Haya. Du hast Eignungsprüfe verstanden, deine Ermittlerlizenz wurde registriert. Die Ermittlungsaufträge der Gebiete sind nun für dich verfügbar. An der Frontlinie der Höhle 0 mangelt es an Personal. Wir laden dich jetzt offiziell ein, einen Auftrag im Gebiet Zug der alten Hauptstadt teilzunehmen. Für irgendwas muss ich da abschließen. Ich möchte das Abonnement kündigen. Der Auftrag ruft. Für irgendeine Belohnung muss ich das machen. Irgendwas muss ich machen. Ich weiß nur nicht, was. Was habe ich hier? Nicht unerreichbare Stelle. Ich weiß nicht, was hier schon wieder ist. Hier, Höhle 0. Such der alten Hauptstadt. Für irgendwas muss ich da machen. Ich glaube, ich muss sogar für hier, ne?
hier starte Kapitelpause, Shiro Verteidigung, nee, das wird anderes. Egal, werde ich sowieso noch nicht machen. Hülle 0 irgendwie so, für irgendwas muss ich das machen. Ich glaube, das war, wenn ich das jetzt finde, ich muss ja immer noch wissen, wo ich die ganzen Sachen finde. Wo war das nochmal? Wo waren nochmal die Sachen, die ich hier, wo ich diese Belohnungen bekommen kann? Ich weiß nicht, ist aber egal, ich mache das sowieso noch nicht. Und ja, mit dir reden wir noch nicht. Machen wir beim nächsten Mal, ne? So, gut, dann muss ich sagen, ich beende den Part hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder weitergeht mit Zenless Zone Zero. Mal gucken, wann der Part wieder kommen wird. Hier sind jetzt auch so viele neue Sachen. Aber egal. Ist mir jetzt gerade egal, ne? Wir machen erstmal hier einen Schnitt und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, ne? Dankeschön fürs Zuschauen und ciao.